Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal IK Invest und heute soll es zunächst ein kurzes Update geben zur Aktie von GameStop. Die Aktie hatte ja relativ lange Zeit jetzt in einer Seitwärtsrange verharrt und ich hatte ja kürzlich ein Video auf diesem Kanal hier dazu veröffentlicht, dass ich davon ausgehe, dass es einen Ausbruch nach oben geben wird aus dieser Seitwärtsrange. Warum? Wir hatten gesehen, es gab eine Erhebung, dass die Erwähnungen von der GameStop-Aktie in verschiedenen sozialen Medien wieder deutlich zugenommen hat. Und das hat dafür gesprochen, dass wir eventuell jetzt wieder vermehrt Aufmerksamkeit natürlich auf der einen Seite für die Aktien sehen, aber dann natürlich auch gewisse Impulse und dass dadurch die Aktie eventuell diesen Seitwärtstrend nach oben verlassen kann. Das ist auch passiert. Und das Kursziel, das ich genannt hatte, bei 240 US-Dollar, das wurde jetzt auch erreicht gestern und wir wollen jetzt mal zusammen auf den Chart blicken und schauen, wie es bei der Aktie weitergehen könnte. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich selber investiert war und habe die Position aber gestern verkauft, weil eben mein Kursziel abgearbeitet wurde. Daraufhin hatte ich dann die Position eben veräußert und das heißt aber nicht natürlich, dass ich nicht wieder einen Einstieg suche und dazu wird es hier in diesem Video jetzt gehen. Ja, bevor wir allerdings auf den Chart schauen, natürlich auch wieder zunächst die rechtlichen Hinweise und dann soll es losgehen, dass wir uns zusammen den Chart anschauen. Ja, und dazu switche ich kurz auf meinen Guidance Desktop, auf den kostenlosen Guidance Desktop. Den verlinke ich hier unten auch mal in der Beschreibung. Wenn Interesse besteht, mir dazu folgen, dann einfach auf den Link klicken und sich das Ganze mal in Ruhe anschauen. Mittlerweile folgen wir hier rund 11.700 Personen und ich veröffentliche immer wieder interessante Videos, Analysen oder aber auch die DAX-Turbos, welche ich für mein kurzfristiges DAX-Trading im Short-Term-Trader nutze. Ja, gucken wir jetzt auf die Aktie von GameStop. Dazu rufe ich diese jetzt auf und wir wollen uns den US-Chart angucken. Deshalb wählen wir hier bei der Handelsplatzübersicht den entsprechenden Markt und öffnen dann den Chart hiervon. Den machen wir groß, damit man gut was erkennen kann. Ja, und wie ich es schon in der Einleitung gesagt habe, hatten wir hier eben eine Seitwärtsrange mit einem breiteren Widerstandsbereich auf der Oberseite und einer breiteren Unterstützungszone. Darauf hatte ich ja schon im letzten Video auch hingewiesen. Der Widerstandsbereich, der verlief in etwa zwischen 188 und 205 US-Dollar. Und hier ist die Aktie jetzt eben nach oben ausgebrochen und mein Kursziel, welches ich genannt hatte, bei 240 US-Dollar, wurde auch entsprechend erreicht. Wie gesagt, habe ich meine Position daraufhin dann jetzt abgebaut und werde auf einen Neueinstieg lauern. Gerade bei einer Aktie wie GameStop kann es natürlich durchaus passieren, dass dann wieder ein deutlicher Aufwärtsimpuls weiterhin kommen könnte und folgen könnte und die Aktie jetzt direkt noch weiter ansteigt. Sowas ist natürlich auf der einen Seite immer wieder ärgerlich, aber wenn man das Kursziel hat bei 240 US-Dollar, dann macht es natürlich auch Sinn, die Position mal zu veräußern, die Gewinne mitzunehmen, die angefallen sind. Mein durchschnittlicher Einkaufskurs war 1 Euro bei 158 Euro und dementsprechend war natürlich ein sehr schöner Gewinn angelaufen. Diese Gewinne habe ich da mitgenommen, aber man kann natürlich auch, das sei dazu gesagt, wenn man in einer solchen Situation ist, man sieht, die Aktie hat jetzt doch einen sehr starken Aufwärtsdrang, dass man eben vielleicht nur eine Teilposition verkauft und noch einen Teil laufen lässt, sollte die Aktie dann eben weiter ansteigen. Aber gerade weil die GameStop-Aktie sehr volatil ist und natürlich auch weiterhin sehr volatil sein kann, habe ich die Position erstmal verkauft und versuche jetzt eben einen neuen Einstieg zu finden. Wo werde ich diesen suchen? Sollte die Aktie jetzt nochmal zurücklaufen und diesen ehemaligen Widerstandsbereich, der jetzt zu einer Unterstützungszone geworden ist, von oben nochmal positiv antesten, also in diese Region um 188 bis 205 US-Dollar zurückfallen, dort eben dann wieder Käufer in den Markt kommen, dann werde ich sehr wahrscheinlich nochmal eine neue Position eröffnen. Wenn ich sage, eine neue Position eröffnen, bedeutet das hier ganz einfach, dass ich die Aktie kaufen werde, weil es eben keine Derivate im deutschen Derivatemarkt aktuell gibt auf die Aktie von GameStop. Von daher müsste man dann direkt eben entsprechend in diese Aktie investieren.
Ja, das ist eben das aktuelle Szenario. Für mich aber wichtig zu schauen dann natürlich auch, ob diese 188 bis 205, ob dieser Unterstützungsbereich, der ehemalige Widerstandsbereich der Seitwärtsrange, dann auch entsprechend hält. Erstmal würde ich dann eben warten, ob hier wieder Käufer in den Markt kommen. Sollte nämlich die Aktie relativ zügig wieder in diese Seitwärtsrange zurücklaufen, also unter 188 US-Dollar fallen, dann wäre das zunächst einmal jetzt hier ein Fehlausbruch gewesen auf der Oberseite und dann kann es durchaus nochmal hier auf die Unterseite laufen dieser ehemaligen Seitwärtsrange. Und wo verläuft diese? Dieser Unterstützungsbereich verläuft in etwa zwischen 117 und 137 US-Dollar. Hier scheint die Aktie momentan zumindest sehr gut nach unten abgesichert zu sein, aber muss natürlich auch mal hier sehen, wie stark die Aktie sich in den letzten Tagen nach oben bewegt hat. Hat ja sehr deutlich zugelegt. Aus diesem Grund warte ich jetzt zunächst einmal ab. Das sollte ja auch nur ein kurzes Update dazu sein, eben dass ich die Position veräußert habe, das Kursziel wurde erreicht und jetzt lauere ich eben auf einen Neueinstieg. Sollten wir eben auf diesen ehemaligen Widerstandsbereich, diese Unterstützungszone heranlaufen, 188 bis 205 US-Dollar und dort kommen wieder Käufer im Markt, dann ist das für mich wieder ein Kauf wert. Sollten wir da runterfallen, dann werde ich eher warten, ob die Aktie hier diesen unteren Unterstützungsbereich zwischen 117 und 137 US-Dollar nochmal anläuft und werde dann da gegebenenfalls nochmal eine neue Position eröffnen. Ich hoffe, euch hat das Video auch heute natürlich wieder gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich auch heute wieder über ein Like von euch freuen, über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch gerne nach. So werdet ihr auch immer informiert, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Und das war jetzt nur ein kleines Update. Gleich wird es dann auch noch eine neue Kurzanalyse zu einer anderen Aktie geben. Und ich würde mich natürlich auch dann freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und ja, in der Zwischenzeit wünsche ich euch natürlich weiterhin gute Trades, alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.